Vizemeister, hey! Danke an die Vizemeister, hey! Was für ein Saisonabschluss! Die Damen vom LTTC Rot-Weiß schreiben Vereinsgeschichte. Ein 5:4-Sieg am letzten Spieltag der Tennis-Bundesliga gegen den TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz reicht für die Berlinerinnen, um Vizemeister zu werden. Es ist das Ende einer mehr als beeindruckenden Saison. Von Anfang bis Ende toller Zusammenhalt im Team und sogar noch mehr zusammengeschweißt als am Anfang. Und ja, einfach jetzt der krönende Abschluss mit der Vizemeisterschaft. Natürlich haben wir davon geträumt, noch Deutscher Meister zu werden, aber alleine den Klassenerhalt so früh wie möglich zu machen, war schon unfassbar. Und deswegen sind wir einfach überglücklich über das Ende. Fast hätte es sogar noch zur Meisterschaft gereicht. Zum Saisonfinale ist nämlich noch alles offen. Der TC Bredeney und der LTTC Rot-Weiß stehen punktgleich an Tabellenplatz 1 und 2. Beide Teams haben noch die Chance auf die Meisterschaft. Beide Teams brauchen einen Sieg, die Berlinerinnen benötigen aber noch 2 Matchpunkte mehr. Der Kampfgeist ist groß. In den letzten Wochen ist das Team noch einmal mehr zusammengewachsen. Wir sind alle füreinander da, wir wollen alle, dass jeder gewinnt. Und einfach auch mal im Team etwas zu spielen, ist für einen Tennisspieler sehr schön, weil wir sonst das ganze Jahr durch immer alleine unterwegs sind. So geht es rein in die Einzel. Den ersten Matchpunkt sichert Lena Papadakis. 2-Satz-Sieg im Eiltempo gegen Kathleen Karnev. Annika Stabel holt den nächsten Sieg für die Berlinerin. Sie bezwingt die Tschechin Anastasia Dečiuk mit 6:4, 3:6 und 10:7. Trotzdem bleibt der Spieltag vorerst ausgeglichen. Denn weder die an 1 gesetzte Julia Starodubtseva noch Conny Perrin oder Jessie Aney können ihre Partien für sich entscheiden. Jenny Durst gewinnt nach verletzungsbedingter Aufgabe von Lara Schmidt. Und so steht es nach den Einzelmatches 3:3. Immer wieder geht der Blick nach Essen. Bredeney legt gegen Hamburg mit 5:1 vor. Technisch war es noch möglich, die Chancen waren gering, aber wir haben uns dann weiter fokussiert auf den Vizemeistertitel, dass wir den uns sicher holen und ja, so sind wir in die Doppel gegangen. Ein Doppel haben die Berlinerinnen nach verletzungsbedingter Aufgabe schon sicher. Und so liegt es nun an ihnen. Conny Perrin und Julia Starodubtseva. Und die machen es zum Schluss noch einmal so richtig spannend. Die Entscheidung fällt erst im Match-Tiebreak. 6:2, 4:6, 15:13 lautet der Endstand. Der Spieltagssieg und der Vizemeistertitel sind somit gesichert. Das war schön, auch dieses Punkt für uns zu holen und auch in diesen Stil. Also viele Matchball abgewehrt, es war ein ganz crazy Match. Und dann am Schluss so zu abschließen, war schön. Vom Aufsteiger zum Vizemeister, dabei punktgleich hinter dem alten und neuen Meister vom TC Bredeney. Und die einzige Mannschaft, die in dieser Spielzeit gegen das Essener Team gewinnen konnte. Der Sieg gegen den TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz macht den Saisonabschluss perfekt. Es ist immer schön, mit einem Sieg die Saison zu beenden. Und ich freue mich schon auf nächste Saison und jetzt feiern wir alle mal zuerst. Gesagt, getan. Und so lässt man den Abend gemeinsam im Vereinsheim entspannt bei einem Sundowner ausklingen. Es ist das Ende einer mehr als beeindruckenden Saison und eines Sommermärchens.